Jo, moin, Lutz hier. Sagt mal, braucht man einen smarten Rauchmelder? Also ich habe immer gedacht, braucht man nicht. Habe ich eigentlich auch mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Bis die Firma Xsens mich gefragt hat, ob ich mal so einen Rauchmelder testen möchte. Und da ich das ganze System gar nicht schlecht finde und die Bewertungen bei Amazon bei einer 4,7 von 5 waren, bei ziemlich vielen Bewertungen, habe ich gedacht, okay, das machst du mal. Und Xsens hat mir die zur Verfügung gestellt. Ich habe gesagt, meine Meinung sage ich ganz offen, ohne Wenn und Aber. Und damit war Xsens einverstanden. Das Video kennzeichne ich natürlich mit Werbung. Dann wollen wir mal da reingucken, ne? Aber das mache ich am besten irgendwo, wo ein Tisch ist. Ja, ich brauche sicherlich keinen Rauchmelder hier draußen. Da vorne steht zwar meine Feuertonne, aber es ist so schönes Wetter und darum habe ich gedacht, ich packe das eigentlich hier draußen mal aus. Ich muss dazu sagen, ich habe es schon einmal ausgepackt. Ich habe das Plastik überall entfernt und ja, wir wollen jetzt hier erst einmal gucken, was hier drin ist. Das ist das System FS61. Das ist eine Basisstation mit 6 Rauchmeldern. Dazu kann ich sagen, dass man die Basisstation grundsätzlich nicht braucht. Die Rauchmelder funktionieren auch alleine. Allerdings ist dieses smarte System in meinen Augen eigentlich recht gut, weil man auch von unterwegs über die App informiert wird, wenn irgendwo Rauch ist. Und wenn ich jetzt irgendwo nur beim Einkaufen bin, kann ich entweder sofort reagieren, nach Hause kommen oder ich kann schon irgendwie jemanden anrufen, der mal nachgucken soll oder. Außerdem kann ich alle Räume benennen und das finde ich gar nicht schlecht. Also ich kann, das ist vorgegeben, das ist alles auf Deutsch. Und ich kann meine Räume, ja, vorgegeben, Küche, Wohnzimmer, Badezimmer, alles Mögliche. Und bei 6 Meldern ist das schon gar nicht schlecht. Jo, was haben wir hier, wenn wir den Deckel aufmachen? Hier muss man mal eben gucken. Ich stelle euch mal so ein bisschen näher. Wir haben ein Netzgerät, leider mit Micro-USB. Was als erstes auffällt, das war mir also auch gleich aufgefallen, wenn man es aufmacht, kommt wirklich ein Plastikgeruch daraus. Das ist das Einzige, was nicht so schön ist. Eine riesendicke Gebrauchsanleitung, natürlich auch auf Deutsch, finde ich sehr gut. Und das ist hier die Basisstation, die hat hier, wie gesagt, Micro-USB, die wird mit einem hausinternen WLAN verbunden, hat hier einen Testschalter und ja, und hier unter verbergen sich dann die ganzen einzelnen Rauchmelder. Ja, der Rauchmelder besteht eben halt aus einem kompakten, etwas dickeren, dafür kleineren Melder. Dabei ist eine Batterie und zwar ist das die CR 123A. Das ist ein 3-Volt-Block. Die soll 10 Jahre halten. Okay, also das gucke ich gleich noch mal nach und aber ja, das ist die Schale, die und an die Decke geschraubt wird. Und dabei ist auch für jeden einzelnen Melder Dübel und eine Schraube. Nein, zwei Schrauben. Gut, das Ganze 6-mal. Und wie wir das machen, was auf der App ist und wie wir die App verbinden mit diesem Ganzen, das zeige ich euch aber am besten drin. Und Nur ja. mal einen Rauchmelder rausgenommen. Ich habe hier die Basisstation, die werde ich jetzt mit dem Strom verbinden. Die
App, das ist die Xsense-App, habe ich mir schon runtergeladen. Und ja, da werde ich euch gleich mal den Screen einschieben und dann können wir die App und die Geräte mal zusammen einrichten. So, dann fügen wir den Rauchmelder dazu. Das ist der ProConnect-Rauchmelder. Er möchte jetzt erst eine Basisstation dazu haben. Ich scanne dafür hinten den QR-Code ab. Den hat er auch gleich erkannt. Haus, Wohnzimmer. Ich muss dazu sagen, ich habe schon mal einen kleinen Test gemacht. Darum ist das Heim hier halt Haus. Und der Standort ist tatsächlich auch Wohnzimmer. Ich gehe auf Weiter. So, stellen Sie sicher, dass Basisstation mit Stromquelle verbunden ist. Und jetzt sucht er nach dem. Genau, ich suche hier aber einen anderen raus. Und zwar ist das dieser hier. Connecting to Wi-Fi. Wi-Fi connected. Okay, ihr seht, es wird hier alles abgearbeitet. Ihr kriegt für alles eine Quittung in der App. Da kommen wir gleich zu. Wir haben jetzt die Basisstation zugefügt. Die Basisstation wurde mit der Cloud verbunden. Ich habe mich auch in der Xsense Cloud angemeldet. Warum ein Rauchmelder da angemeldet werden muss, weiß ich nicht. Es ist aber bei vielen Dingen so. Und ja, ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Pff, ich denke mal, das tut auch nicht weh, ne? Und jo, jetzt sind wir schon in dem Menü, dass wir einen Rauchmelder hinzufügen. Gleiche Prozedere oben und Name Rauchmelder. Jetzt muss ich erstmal eben schnell die Batterie einlegen. So, das ist getan. Der blinkt hier jetzt schon rot. Der ist jetzt einsatzbereit. Also wenn es jetzt raucht, dann funktioniert das auch. Und ich gehe auf Weiter. Und ich muss hier bestätigen, Sie zweimal schnell drücken. Da piept er einmal, gibt die Quittung ab. Ready to add a device. Device added. Genau, das war schon. Und so macht man es mit jedem. Stellt eben halt auch ein, wo man die hinhaben möchte. Hier seht ihr die Geräte. Da ist einmal die Basisstation aufgeführt und der Rauchmelder. Und der Rauchmelder ist im Wohnzimmer. Und so kann ich alle sechs Rauchmelder, eben halt Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küche und einrichten. Ja, und das ist eigentlich eine gute Sache. Dass der funktioniert, habe ich getestet. Ich denke mal, ich spiele euch das gleich nochmal ein. Aber ja, ich kann hier jetzt zum Beispiel einen Test machen mit dem Rauchmelder. Ich gehe jetzt mal auf Verlauf. Ja, das ist noch ein Ding. Er will mir immer Push-Nachrichten schicken und das möchte ich eigentlich nicht. Ich mache jetzt hier einen Test. Achtung, laut. Gerät getestet, steht gleich in der App. Mein Hund, dem gefällt das schon wieder gar nicht. Und ja, somit funktioniert das. So könnt ihr das mit allen Dingern machen. Und warum da neben Security Video steht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich, weil ihr mit der gleichen App auch noch die Xsense Kameras steuern könnt. Die habe ich nicht hier.
Da bin ich noch mal am Überlegen, ob ich die auch mal teste. Mal schauen. Also, ich blende jetzt noch mal eben kurz den Rauchmeldertest ein. Dafür Feuerzeug, der Topf und ein Taschentuch. Ich zünde das Taschentuch an. Da das Ganze ein bisschen kleiner hier im Raum ist, lasse ich das einfach mal, halte ich das da drüber. Und das System ist on. So geht der Alarm. Gut. Das war die Meldung. Und jetzt, ja, wie ihr gesehen habt, funktioniert das. Und damit bin ich eigentlich schon fast am Ende. Ich werde hier jetzt nicht alle 6 Rauchmelder irgendwie installieren. Handbuch braucht man eigentlich nicht. Aber es ist alles gut auf Deutsch erklärt. Es ist auch für die App ist da der QR-Code drin für iPhone und für Android-Telefone. Und ja, also der Hintergrund, dass man sagen kann, ich betreibe die Geräte so oder ich betreibe die Geräte mit Basisstation, das muss sich jeder selber aussuchen. Ich persönlich würde es mit Basisstation machen, weil, wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, du bist im Urlaub, hast irgendjemanden gesagt, hier, ne, wenn mal was ist, guck mal rein. So, du kriegst eine Meldung auf dein Telefon und du kannst den anrufen und sagen, du fahr mal eben schnell hin oder geh mal eben rüber. Da ist ein Rauchmelder angegangen im Hauswirtschaftsraum und guck doch mal bitte nach dem Rechten. Jo, und da denke ich mal, dafür ist das, glaube ich, gemacht. Und warte mal, ich will euch noch mal eben ganz kurz eben in die Augen gucken. So. Ja, dafür ist das Ganze gemacht, finde ich. Und die Idee ist ziemlich gut. Und ich kannte es vorher ehrlich gesagt nicht. Vielleicht gibt es das auch schon ewig. Und aber die Zuverlässigkeit, wie das Ganze funktioniert, die hat mich schon beeindruckt. Und wenn ich eine Bewertung dafür bei Amazon oder sonst irgendwo abgeben würde, dann würde ich tatsächlich auch diese 4,7 bestätigen. Ich würde vielleicht ein Sternchen abziehen, weil es riecht ziemlich stark nach China, Plastik. Die App will mir immer Push-Nachrichten schicken und dass du es anmelden musst. Und wie gesagt, das Anmelden ist also auch nur so eine Sache. Ich benutze viel DJI. Da musst du auch das Gerät, ich habe hier die Action 4 und mit der musst du dich genauso anmelden. Und jetzt muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, ach doch, ja, mein Gesicht ist noch drauf, weil ich habe den zweifach Zoom da eben reingemacht. Und ich kann mal, damit ich euch nicht mit meinem Gesicht erschlage, noch mal ein bisschen weiter weggehen. Ja gut, das war's. Ich danke euch fürs Zugucken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt und nicht die Nase voll habt, dann abonniert meinen Kanal. Und ich denke mal, sowas wird hier öfter mal passieren. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen sonnigen Tag. Wir haben jetzt Ende März und das Wetter soll hoffentlich bald besser werden. Und dann kommen auch mal wieder Outdoor-Videos. Ich habe in meinem letzten Video schon mal gesagt, also ich habe noch meinen Scooter. Es geht bald los mit der Rehkitzrettung. Ich habe eine Wärmebilddrohne. Ich werde vielleicht auch sehen, dass ich das mal filme, eine PV-Anlagen, also Photovoltaikanlageninspektion. Und ja, sowas soll alles in naher Zukunft hier bei mir auf dem Kanal kommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Vielen Dank fürs Zugucken und schönen Tag noch. Tschüss.